Hallo, 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 weiter geht es mit Kok. Willkommen, der Arzt, ich bin der Lars und etwas passiert. Und zwar das Rathaus wurde erfolgreich auf Level 7 abgegradet. Boah, bin ich glücklich und happy. Endlich können wir weiter hier richtig losrotzen und richtig scheiße machen. Die Clan-Angriffe werde ich jetzt nicht zeigen, weil die waren richtig scheiße von mir. Wir machten 4:86 verloren. Und wir haben benutzte Angriffe nur 42. Aha. Ja, war wieder nicht ganz so berauschend. Wir müssen so langsam mal schauen. Viele sagen ja, Lars, die Leute sind noch im Urlaub. Ich bin die echt so lange im Urlaub, ich habe keine Ahnung. Erstmal die beiden Sachen hier entfernen. Ich habe gestern mal alles entfernt, damit das Ganze ein bisschen schicker aussieht. Und wir wieder hier komplett alles grün haben. Da oben ist noch ein Baum weg mit dem Baum. Baum muss weg. Baum muss weg. Da unten sind noch mehr Gräser, gibt's doch gar nicht. Wir haben, glaube ich, jetzt alle vier Bauarbeiter haben wir frei. Die brauchen wir jetzt auf jeden Fall auch, zum Glück. Armeemäßig bin ich auch voll, aber ich werde erstmal schauen, fangen wir an erstmal, wir gucken erstmal. Wir haben 1,2 Millionen Gold, das ist schon mal sehr gut und wir haben jetzt hier eine neue Ressource-Möglichkeit, das ist das dunkle Elixier, was wir jetzt sammeln können und das finde ich ziemlich cool, also ich freue mich gerade so. Den Busch haben wir 4 Juwelen für bekommen. Kostet sehr, sehr, sehr viel Elixier, wie man sieht, habe ich gar nicht gerade. Aber ist ja egal. 61 neue Verteidigungsdinger. Das bedeutet, wir können 50 neue Mauern bauen. 2 neue Bomben. Luftabwehr. Eine neue Riesenbombe. Suchende Luftminen. Ich glaube, das war die letzte Mal, wo man hier den Drachen weggeklatscht hat. Und erstmal ein paar Tesla-Spulen, ne? Erstmal klatschen wir hier ein paar Tesla-Spulen rein. Ist halt eigentlich erstmal wurscht, wo ich die baue, oder? Tesla-Spulen sind wichtig. Hier Nummer 1. Boah, sind die teuer. Habt ihr auch cool angehört? Die ist schon mal weg. Armeelagermäßig, boah, 10.000, dunkles, der Barbarenkönig, der lächelt mich schon so an, Barbarenkönig, komm zu mir, bitte, bitte, komm, ja komm her, Kaserne können wir eine weitere bauen, eine dunkle Kaserne, oh, dauert eine Minute, ist auf jeden Fall, das muss er bauen, eine Minute, da können wir eben nicht überbrücken, das passt soweit. Moment, können wir jetzt 2 Tesla-Spulen bauen? Ja, wir können auch eine, wow, richtig cool. Das dauert hier nichts, es geht einfach instant, okay, können wir auch hinbauen schon mal, hier eine Riesenbombe, wo auch immer hin, wir bauen es einfach randommäßig jetzt irgendwo mal hin. Ressourcen bzw. das Ganze vernünftig verbessern. Rathaus auf Level 8, um mehrere zu bauen. Okay, können wir die Riesenbombe jetzt auch upgraden? Ne, das ist natürlich blöd. Aber egal. Oh, ja, 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 ja. So was, wir können natürlich das erst ab. Wir können jetzt so viele Sachen machen. Ich weiß gerade nicht, womit ich anfangen soll. Ich weiß gerade nicht, womit ich anfangen soll. Riesenbombe kostet, ist auch instant hier fertig. Sind wir normale Bomben, Entschuldigung, hier zack, 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 sind die beiden. Klatsche ich einfach mal hier hin. Warum? Scheißegal. Verteidigungsmäßig, jetzt können wir einen Minenwerfer. Er dauert schon mal 8 Stunden, der war zu bauen. Hier 5 Stunden, 15 Minuten, das ist schon mal gut. Eine Minute ist auch ziemlich akzeptabel. Klatsche ich mal hier oben hin. Warum? Einfach, weil ich es kann und weil es einfach mal da sein soll. Und dann bauen wir den. Der dauert auch nur 15 Minuten. Das ist auch ein Mini-Projekt, beziehungsweise sollte schnell fertig werden. So, alle 5 sind mal wieder hier ready da. Die Kaserne ist schon fertig gebaut. Dauert ja noch ein paar Minütchen. Dann können wir eigentlich... Oh, Armeelager. Können wir auch schon mal eins bauen. Dauert auch nicht lange. Hinklatschen. Wie gesagt, das Design werde ich dann morgen machen, glaube ich. Ich muss ja auch noch erstmal die ganzen Mauern und so weiter hinklatschen, die erstmal auf ein vernünftiges Level bringen, bevor ich die einbauen kann in meine Base. Das ist so der Plan, den ich habe. Und ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie macht ihr das denn so, wenn ihr gerade was Neues... Kann ich noch ein Neues? Noch eins? Okay, noch ein Neues davon. Wir gehen erstmal angreifen. Ich habe noch ein Schiff für 13 Stunden, ist scheißegal, ich gehe trotzdem angreifen. Meine Armee ist voll, ich bin komplett mit Bogis und mit Barbaren unterwegs. Hab noch ein paar wunderbare Boys dann in meiner Clanburg und zwar auch nur Magier. Ne, nicht Magier, Entschuldigung. Ich dachte die ganze Zeit Magier. Bogis natürlich. Bogis und Barbaren. Und Bogis habe ich noch drin. Ich glaube sogar Level 5 gespendet bekommen. Dankeschön dafür, mein wunderbarer Clan in der Clanburg. So, das wollte ich sagen. Ich bin überwältigt. Ich bin überwältigt von diesem Update. Ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll alles. Ich weiß es doch nicht, Leute. Da müsst ihr mich auf jeden Fall mal unterstützen. Ich bin hier total überfordert. So, gibt es irgendwie einen Gegner, der irgendwie... ein bisschen Money in der Hood hat und am besten die Minen draußen stehen hat, weil sonst bringt die Taktik ja nichts. Die Minen draußen. Wir können noch nicht dunkles Elixier farmen. Nein, wir haben noch nicht die Möglichkeit, dunkles Elixier zu bekommen, weil wir noch nicht das Ding aufgestellt haben. So, das ist ein Gegner, glaube ich, der auch gerade geupgradet war. Aber der hat die Minen da wohl stehen, aber der Loot gefällt mir nicht unbedingt. Gehen wir doch mal weiter. Ich scheiße zurzeit auf Pokale. Aber bekomme ich denn jetzt so komische Gegner hier? Gerade Rathaus upgradet, dann bekomme ich so echt komische Gegner nur. Nee. Eine Tesla-Spule ist im Bau. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie lange dauert das? 8 Stunden oder so? Auf jeden Fall nicht länger wie ein Tag, glaube ich. Von daher ist das Ganze fresh und ziemlich in Ordnung. Die zweite Tesla muss gleich hingeklatscht werden. Dann Teslas, ich liebe sie. Damit blitze ich alles weg. Glaubt es mir, Leute. Ich blitz like a fucking Nigger-Blitzer. Ich blitz einfach alles weg. Sogar euch beim Fahren, beim Autofahren, blitze ich auch weg. Gebe ich euch Strafzettel. Babam, babam. Was sind das denn für Gegner? Was ist das?
gerade abgegradet und da kommen nur Leute, die einfach mal Rathaus Level 1 sind oder so. Oder Level 3 oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall richtig low. 4. Das ist ja hier, das ist ja gerade nicht so berauschend hier, ne? Da suchst du dir einen Ast ab. Da sieht man wieder Rathaus Upgrade. Da findet man nur Scheiße. Dort ist ein Gegner, ja, pff, der hat auf jeden Fall einiges da. Wo habe ich jetzt den? Okay. Greifen wir den mal an. Das war gar nicht geplant, den anzugreifen. Aber ist okay. Greifen wir den auf jeden Fall mal an hier. Von allen wunderbaren Seiten, soweit es geht. Kann ich noch weiter rauszoomen? Na klar, so. Kommen hier ein paar Bahnen auf jeden Fall. Von der Seite ist immer gut. Gehen wir mal hier rein und da ein paar Bogies hinterher. Lalalala, ein paar Bogies hinterher. Ein paar Bogies hinterher. Ein paar Bogies hinterher. Dann ein paar Bahnen. Lalalala, ein paar Bahnen wieder hinterher. Das ist so der Taktik, die ich gerade habe. Immer schön hier alles. Ich greife das so von einer Seite an. Ich hoffe, das ist so gut. Natürlich muss ich auch von hier angreifen normalerweise, weil hier sind noch ganz schön viele Sachen, die ich zerstören kann. Dann hier noch das rein und dann läuft das auf jeden Fall. Mal gucken, was ich hier so alle down bekomme. Der eine Magerturm geht da schon mal down da oben, beziehungsweise da unten. Das gefällt mir. Der andere Magerturm räumt da ein bisschen auf. Hätte ich doch ein paar mehr hier reingeschickt. Egal, das passt schon. Mach das bitte alle kaputt. Da der Minenwerfer. Nee, Minenwerfer, du bist doch blöd. Warum machst du so viel Damage? Gefällt mir nicht. Jetzt macht's Aua da. Aua. Aua, hey. Bekommen sogar die 50%. Bekommen aber nicht viel Loot. Nicht viele Ressourcen. Weil ich irgendwie hier nicht angegriffen habe. Aber das Gold, soweit habe ich etwas bekommen. Ja, geht ja, ne? Ist ja noch akzeptabel. Da oben ist alles down. Ja, ist halt eine minimale. Da bekommst du noch tot. Sehr schön. Hat auch schon Testerspuren sich gerade. Und habe sogar trotzdem 53% bekommen. Obwohl ich quasi nur mit so einem Scheiß angegriffen habe. Also meine Taktik hier geht etwas auf. Ist noch nicht optimal von mir gelöst, weil ich echt verkackt habe, da unten anzugreifen. Aber, ne? Passt schon. So, schaffst du noch ein Gebäude? Nein. Du machst Bumm, du bist tot auf jeden Fall. Das passt soweit. Wir bekommen wie viel? Dom, dom, dom. Wir haben nicht viel bekommen. Ist okay, war nicht so berauscht. Aber besser wie nichts. Besser wie nichts. Obwohl, vielleicht wäre nichts doch besser gewesen. Egal, dann trainieren wir hier mal wieder ein bisschen. Und zwar hier werden dann die gebaut. Das Problem ist zurzeit, ich bin auch dabei, die eine Kaserne abzugraden. Oh, ich kann nicht 20 Stück bauen. Mit der einen Kaserne bin ich am Upgraden und deswegen kann ich das Maximum der Armee nicht auf einmal bauen, was mich gerade ein bisschen stört. So, haben wir wieder einen Bauarbeiter frei. Haben wir, wunderbar. Dann gehen wir hier erstmal und bauen uns den Barbarenkönig. Nein, bauen uns natürlich. Was wollte ich denn bauen? Verteidigungsmäßig baue ich mir dann diesen Kollegen hier. Der sollte auch ziemlich schnell gehen. Einfach mal irgendwo hinklatschen. Scheißegal. Muss ja noch abgegradet werden. To the limit. Boah, das wird dauern, ne? Allgemein, wenn man das Gebäude auf Level. Sobald man immer höher ist, ist ja immer krasser, ne? Wie viel man upgraden muss, bevor quasi dann komplett alles auf das Maximum oder auf dem Bereich ist, wo man jetzt ist. Level 7 quasi jetzt bis 8. Dann muss ich von Level 1 bis Level 8 upgraden. Und das kostet doch schon Zeit. Richtig viel Zeit. Als nächstes baue ich mir dann, überlegen, das dauert hier 8 Stunden, das dauert, ja gut, ist klar, 5 Stunden ist auch eine in Ordnung, die Zeit auf jeden Fall ressourcenmäßig, kann ich hier nichts bauen. Das kostet auch sehr viel, die dunkle Kaserne. Ich bin mal gespannt, was ich dann für Sachen bauen kann, die muss ich auf jeden Fall auch mal sparen. Die dauert nur 3 Tage, ich dachte gerade, die dauert nur 3 Stunden, nein, das sind 3 Tage. Okay, das sind doch 3 Tage, ist okay. Ja, sonst haben wir hier, das dauert wie lange zu bauen? 1 Tag, das ist ja noch angenehm. Dann haben wir noch eine Tesla-Spule, die dauert, oh, 2 Tage dauert die ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, doch 2 Tage. Das kostet nichts, kann ich hier instant irgendwo hinklatschen. Random in die Gegend, war bei der Basis, sollte ich dafür da. Kann ich das schon upgraden irgendwie? Ne. Die sehen aber ziemlich cool aus. Alter, richtig cool mit den Totenköpfen da oben drauf. Das gefällt mir. Labor muss ich noch upgraden, was natürlich sehr wichtig wäre, ne? Hätte ich mal doch erst das Labor upgraded, weil dann könnte ich ja quasi dann wieder dort upgraden. Aber oh, es kostet so viel, Leute. Wo soll ich denn die ganzen Ressourcen herbekommen? Ich weiß es doch gerade gar nicht. Ja, okay. Dann bauen wir erstmal die Gebäude, die denke ich mal nicht so viel kosten. Und die Zeit ist auch ein bisschen hoch. Hier, klatsche den dahin. Fertig. Das dauert hier seine 8 Stunden. Und dann bauen wir noch das hier. Das dauert dann auch seine 5 Stunden. Und wenn wir dann so die Gebäude erstmal haben, wie wir alle brauchen, werde ich sie alle einbauen. Und dann werden wir auf jeden Fall unser neues Design machen. Von unserer Base, unserem nächsten Rathausbereich. Und zwar von Rathaus Nummer 7. Deswegen bin ich halt gerade dabei, die ganze Zeit die Verteidigungsgebäude hochzuziehen. Weil die natürlich in der Base richtig eingebaut werden müssen. Tesla-Spule dauert noch ein bisschen hier. Wo habe ich sie denn gebaut? Na, da, 1 Tag, 23 Stunden, die verborgene Tesla-Spule des Todes. Das ist auf jeden Fall wunderbar. Was, das dauert noch 8 Minuten, dann kann ich noch irgendwas hinklatschen. Die Frage ist, habe ich irgendwie noch Ressourcen, um irgendwas zu bauen? Wir schauen mal eben hier.
Was wäre das Billigste? Das wäre auf jeden Fall nicht die Tesla-Spule. Das wäre, ja, das kostet so 600.000, ne? 1, 2, 3, 1, 2, ja. 600.000 kostet das. Und dann haben wir noch hier, das kostet ja ein bisschen mehr. Nein, ich will keine. Das kostet, wie gesagt, 600.000. Dekoration, was hat man denn noch? Irgendwas. Genau, die dunkle Kaserne kostet 750.000. Das heißt, schön viel Elixier jetzt erstmal wieder farmen, damit wir fleißig was bekommen. So, dann können wir erstmal hier noch ein bisschen die Boys hier bauen. Jetzt können wir 170 schon bekommen. Alter Schwede, 170. Auf jeden Fall noch ein paar Bogies. Ein paar Bogies noch rein. 170 schon, ist auf jeden Fall schon eine Ansage. Das lohnt sich schon. So, wunderbar. Haben wir die 170 schon mal. Können das auch dann auch bald upgraden hier? Na klar, wir können jetzt alles upgraden. Und wir haben, sage ich mal, jetzt viel zu wenig Arbeit. Davor hatten wir ganze 2, 3 frei, bevor das Rathaus fertig war. Und jetzt haben wir nichts mehr frei und jetzt fehlen uns die Ressourcen. Wir müssen jetzt sowas von viel farmen. Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Macht richtig viel Spaß, sofort nach dem Rathaus-Upgrade so richtig loszurotzen. Und ihr seht es ja, ich bin fleißig am Bauen. 6 Minuten hier, da werde ich versuchen noch... Ja gut, ich kann gar nichts mehr bauen, ne? Kann ich noch irgendwas Kleines upgraden, was nicht so teuer ist? Na gut, ist nicht ganz so teuer, ne? Kostet aber auch schon wieder 2 Tage. Bis jetzt dauert 2 Tage. Es kostet nicht 2 Tage, es dauert. Obwohl, kostet vielleicht auch. Aber ich möchte, wie gesagt, erstmal das Labor hochziehen. Kostet hier auch... Egal. Wir warten, bis die Armee hier wieder am Start ist. Dauert natürlich ein paar Minuten noch, 10, 20 Minuten oder was, bis das fertig ist. Dann greife ich mal wieder an, oder? Moment, wir haben doch eigentlich schon... Na gut, 56, 170. Das muss noch gefüllt werden. Von daher würde ich mal sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr Tipps habt, wie ich am besten vorankomme mit Level 7 Rathaus, gleich am Anfang, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und es macht gerade mal wieder richtig viel Spaß, weiterzuspielen mit diesem Rathaus-Bereich. Ist cool. Wenn ihr Base-Vorschläge habt, die ich nachbauen soll, beziehungsweise die mir empfehlen können, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich bin der Lars, ich sage mal wieder, ihr seid ein Haufen nicer Boys. Denkt an das Däumchen nach oben, das wird mir auf jeden Fall weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, haust da rein und tschüss.